Meine Damen und Herren, unsere Gastgeber haben uns eindringlich versichert, dass auch bei einem Friedensgespräch ein klein wenig Dissens nicht völlig unerwünscht ist. Deswegen erlauben Sie mir, einige kleine Differenzen mit dem Ansatz von Frau Priester zu markieren. Sie wussten schon, dass das kommt. Nicht das erste Mal, dass wir uns begegnen. So sollte das nicht klingen. So sollte das nicht klingen. Meine Damen und Herren, meiner Ansicht nach ist nicht jeder, der, wie es zum Teil gerade in den Medien häufig etwas klischeehaft heißt, die Eliten oder das Establishment kritisiert, deswegen automatisch ein Populist. Im Grunde ist es eine ganz merkwürdige Vorstellung. Bis vor wenigen Jahren hätten uns die guten demokratischen Bildungsarbeiter gesagt, es ist ein Zeichen guten demokratischen Engagements, dass man den Mächtigen auf die Finger schaut. Und plötzlich, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, heißt es sehr häufig, nein, wer das macht, wer die Eliten kritisiert, ist automatisch ein für die Demokratie potenziell gefährlicher Populist. Natürlich kritisieren Populisten, wenn sie in der Opposition sind, die Regierung. Aber vor allem tun sie noch etwas anderes. Sie behaupten stets, dass sie und nur sie das repräsentieren, was bei Populisten häufig als das wahre Volk oder auch typischerweise als die schweigende Mehrheit bezeichnet wird. Das mag auf den ersten Blick gar nicht so gefährlich klingen. Das ist nicht automatisch gleich Rassismus oder, sagen wir mal, ein fanatischer Hass auf die Europäische Union. Aber es hat meiner Ansicht nach immer gleich zwei für die Demokratie in der Tat gefährliche Konsequenzen. Erstens bedeutet es nämlich, dass Populisten dann auch immer behaupten, dass alle anderen Mitwettbewerber um die Macht grundsätzlich illegitim sind. Da geht es nie nur um die Auseinandersetzung in der Sache, die ja in einer Demokratie völlig normal und idealerweise produktiv ist. Nein, da werden die Populisten immer sofort persönlich und hochmoralisch. Die anderen sind korrupt oder, um ein Wort aus dem amerikanischen Wahlkampf 2015-16 zu gebrauchen, crooked. Was ich damit auch sagen will, ist, dass Donald Trump, was seine Rhetorik während dieses Wahlkampfs angeht, sicherlich ein Extremfall war. Aber er war keine Ausnahme. Auf die eine oder andere Weise machen das, was Trump gemacht hat, immer. Zweitens und vielleicht weniger offensichtlich, Populisten behaupten dann auch, dass all diejenigen, wenn sie wollen, im Volke selber, unter den Bürgern, welche die letztlich symbolische Konstruktion des vermeintlich wahren Volkes seitens der Populisten nicht teilen und deswegen logischerweise die Populisten auch politisch nicht unterstützen, dass man bei all diesen Bürgern ihre Zugehörigkeit zum Volk erstmal prinzipiell in Frage stellen darf. Zwei kurze Beispiele, um diesen vielleicht weniger offensichtlichen Punkt zu illustrieren. Sie erinnern sich vielleicht noch an die Rede von Nigel Farage während der Nacht des Brexits, als er sagte, dies sei ein, wie er sich ausdrückte, Victory for real people gewesen. Was ja nichts anderes implizierte, als dass die 48%, die in der Union bleiben wollten, naja, irgendwie nicht ganz real sind. Irgendwie nicht wirklich zum britischen oder wahrscheinlich im Fall von Farage besonders dem englischen Volke dazugehören. Oder ein Beispiel nochmal aus den USA, eine Wahlkampfrede von Donald Trump, Mai 2016, hat so gut wie kein Aufsehen erregt angesichts all der anderen rassistischen und sexistischen Dinge, die er sonst immer so gesagt hat. Aber in gewisser Weise eine sehr entlarvende Bemerkung. Ich erlaube mir, das auf Englisch zu zitieren. Damals sagte Trump, "The most important thing is the unification of the people, because all the other people don't mean anything." Ich hoffe, Sie sehen, worauf das hindeutet. Der Populist kann entscheiden, wer wirklich dazugehört und wer nicht. Und ob man rechtlich dazugehört, ob man in diesem Fall auch einen amerikanischen Pass hat, spielt da nicht unbedingt eine Rolle. Lange Rede, kurzer Sinn. Was ich Ihnen nahebringen möchte, ist der Gedanke, dass das Entscheidende beim Populismus nicht das Anti-Elitäre ist. Man kann beispielsweise, sehr krude gesagt, neoliberale Globalisierung kritisieren,
ohne deswegen automatisch schon ein Populist zu sein. Das Entscheidende beim Populismus ist der Antipluralismus. Die Tatsache, dass diese Akteure immer ausschließen, und zwar immer gleich auf zwei Ebenen. Auf der Ebene der Politik, der Parteien, der anderen Politiker und weniger offensichtlich auf der Ebene des Volkes, wenn Sie so wollen, und der Bürger selber. Erlauben Sie mir hinzuzufügen, dass auch in Situationen, wo diese Akteure nicht an die Macht kommen, potenziell immer schon ein gewisser Schaden für die demokratische politische Kultur entstehen kann. Warum? Weil Populisten, die nicht gewinnen, wenn sie meinem Ansatz etwas abgewinnen können, ja ein geradezu logisches Problem haben. Wie kann es denn sein, dass sie die einzig authentischen Vertreter des wahren Volkes sind und sie aber die Wahlen nicht gewinnen und nicht an der Macht sind? Sehr häufig, ich behaupte nicht immer, aber sehr häufig machen Populisten dann Folgendes. Sie schauen sich diese berühmte Formel von der schweigenden Mehrheit nochmal genauer an. Wenn die Mehrheit nicht schweigen würde, wären die Populisten ja immer schon an der Macht. Die Tatsache, dass sie nicht an der Macht sind, deutet vielleicht darauf hin, dass die Mehrheit, naja, vielleicht zum Schweigen gebracht oder verdammt wurde. Was ich damit sagen will, ist, dass es vielleicht kein Zufall ist, dass Populisten, die verlieren, sehr häufig Wahlergebnisse anfechten. Entweder gleich rechtlich oder zumindest moralisch. Lassen Sie mich das mit einem Beispiel illustrieren. Sie erinnern sich sicher noch an die Präsidentschaftswahl in Österreich 2016. Norbert Hofer, der unterlegene Kandidat, musste irgendwie erklären, warum er, der selbstdeklarierte Mann des Volkes, verlieren konnte gegen einen, wie konnte das überhaupt sein, einen alten grünen Professor aus Wien mit, gelinde gesagt, ethnisch dubiosem Hintergrund. Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Und dann sagte Hofer etwas sehr Interessantes. Er sagte über seinen siegreichen Konkurrenten, er ist gezählt, aber er ist nicht gewählt. Meine Damen und Herren, in der Demokratie haben wir nur Zahlen. Was anderes können wir nicht machen, als ganz banal immer nachzuzählen und am Ende zu sagen, die Zahl ist so und die andere Zahl ist so. Was jemand wie Hofer versucht hat und was alle Populisten in solchen Fällen immer versuchen, ist die Vorstellung eines irgendwie gearteten wahren Volkes da draußen gegen die bestehenden Institutionen auszuspielen. Bemühe mich ja auch hier sofort hinzuzufügen, dass wir natürlich alle unser Wahlsystem kritisieren dürfen. Das ist ja nicht verboten, da gibt es ja auch vielleicht viel zu kritisieren. Was man nicht machen kann, ist wie die Populisten zu sagen, weil ich nicht gewonnen habe, ist unser System Murks. Das geht nicht. Aber auch das ist ein ganz typisches Anzeichen von Populismus. Auch da ist es vielleicht nochmal wert, auf die USA hinzuweisen. Sie erinnern sich bestimmt auch noch, als Donald Trump im November 2016 sagte, na, wenn Sie gewinnt, ob ich das anerkennen werde, na ja, das sage ich Ihnen dann bei Zeiten. Jeder wusste natürlich, was es bedeutete. Laut einiger Umfragen waren 70% der Trump-Anhänger der Meinung, dass wenn Hillary Clinton die Wahl gewinnt, dann muss das gefälscht worden sein. Das sind schlechte Nachrichten für jede Demokratie. Wenn Populisten quasi ständig ihren Anhängern suggerieren, das Ganze ist nur eine Fassade, die liberalen Eliten mauscheln da immer hinter irgendwas hinter den Fassaden und so weiter und so fort, wird ja in gewisser Weise das Grundvertrauen der Bürger in ihre demokratischen Institutionen ständig erschüttert. Erlauben Sie mir noch ein Wort zu dem Thema zu sagen, ob Populisten regieren können. Und ich glaube, da sind wir uns eigentlich relativ einig. Es gibt ja die weit verbreitete Meinung, dass quasi per Definition diese Akteure gar nicht regieren können. Denn das seien ja immer Protestbewegungen und wenn man dann erstmal selber an der Macht ist, kann man ja logischerweise nicht gegen sich selber protestieren. Oder es heißt auch sehr häufig, die können doch nicht weiter irgendeinen anti-elitären Diskurs haben, denn wenn sie erstmal an der Regierung sind, naja, dann sind sie doch selber die Elite. Oder auch eine sehr beliebte Vorstellung, die haben alle so horrend unterkomplexe Ideen über Politik, dass sich schon am ersten Tag an der Regierung rausstellen wird, dass sich nichts umsetzen lässt. Die Mauer wird gar nicht gebaut, das Freihandelsabkommen wird gar nicht aufgekündigt und so weiter und so fort. Ich halte all diese Meinungen für, gelinde gesagt, sehr naiv. Wir haben genug Beispiele in unserer Zeit, einige wurden von Frau Priester
schon genannt, um zu sehen, dass Populisten sehr wohl als Populisten, soll heißen als Antipluralisten, regieren können. Soll noch konkreter heißen, als Akteure, welche so etwas wie eine legitime Opposition letztlich nicht wirklich anerkennen. Denn sie sagen ja, sie und nur sie vertreten das Volk. Man könnte sogar so weit gehen und zu sagen, dass wenn man so die Fälle von Türkei, Ungarn, Polen, Venezuela, vielleicht inzwischen auch Indien, vielleicht inzwischen auch die USA zusammennimmt, man geradezu von einer gewissen populistischen Regierungskunst, ich mache jetzt auch nicht die Anführungszeichen, ja, reden könnte. Denn es haben sich da ganz bestimmte Muster herausgebildet, wie diese Regierungen reden und auch agieren. Das Offensichtlichste ist, dass jedes Mal, wenn sich Kritik von unabhängigen Institutionen wie Gerichten und Medien äußert, sie sofort sagen, wir sind gewählt, ihr seid nicht gewählt. Aber weniger offensichtlich versuchen all diese Regierungen, sich typischerweise den Staat selber auf gewisse Weise einzuverleiben, was eigentlich ein neutrales Beamtentum sein sollte, wird mit Parteileuten besetzt, wobei manche von Ihnen jetzt vielleicht sagen, naja, da kennen wir aber auch noch andere Fälle, wo das auch passiert. Das ist doch nicht unbedingt typisch populistisch. Stimmt, der Unterschied ist nur, dass die Populisten das ganz offensiv betreiben und mit einem aus ihrer Sicht moralischen Argument. Denn sie sagen dann immer, wir vertreten doch das Volk, der Staat ist doch fürs Volk da, deswegen ist es doch nur in Ordnung, dass sozusagen wir den Staat als Volksvertreter in Besitz nehmen. Auch sehr typisch ist die Tatsache, dass wenn sich Protest regt, es nicht zuletzt moralisch und symbolisch für diese Regierung extrem wichtig ist, diesen Protest umfassend zu diskreditieren. Also auch, wenn der Protest realpolitisch gar keine Gefahr darstellt. Warum? Auch hier hat das etwas zu tun mit diesem moralischen Alleinvertretungsanspruch gegenüber dem Volk. Denn es kann ja nicht sein, dass Teile des Volkes sich gegen ihre alleinig legitimen Vertreter irgendwie empören. Wladimir Putin hat es vorgemacht, wie man sich in solchen Situationen am besten verhält. Er war der Erste, der gesagt hat, na, was da draußen sich abspielt an Demonstrationen, das ist gar nicht die Zivilgesellschaft. Das wird natürlich alles irgendwie von außen finanziert und gesteuert. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, was solche Rhetorik angeht. Es gibt die üblichen Verdächtigen, CIA, George Soros und so weiter. Aber wenn Sie zum Beispiel nochmal an die Gezi-Park-Proteste in Istanbul denken, die türkische Regierung war da etwas kreativer und war sofort mit dem Argument bei der Hand zu sagen, das ist nicht die Zivilgesellschaft, die da draußen protestiert, das wurde alles organisiert von Lufthansa. Denn die haben ja bekanntermaßen Angst davor, dass Turkish Airlines jetzt stärker wird durch den neuen Flughafen, den Erdogan gebaut hat und so weiter und so fort. Das sind meiner Ansicht nach typische Muster von, wenn Sie so wollen, populistischer Regierungskunst. Es soll nicht heißen, dass diese Regime auf ewig da sein werden, aber sie können regieren. Und es ist naiv zu meinen, dass das wirklich das ganze Problem sich irgendwie von selber löst. Es ist meiner Meinung nach auch falsch zu sagen, dass es bei Trump schon vorbei ist, da passiert überhaupt nichts, der ist ja so inkompetent, vielleicht können wir später noch darüber reden, wenn Sie möchten. Erlauben Sie mir aber noch einen Gedanken anzufügen, auch im Sinne von etwas Dissens anbringen. Der Dissens betrifft in gewisser Weise den ganzen Titel der Veranstaltung. Trump-Brexit-Populismus. Das war ja die große Erzählung, mit dem wir in das Jahr 2017 gestartet sind. Es wurde ja auch in den Medien sehr häufig gesagt, okay, erst Brexit, dann Trump und dann wahrscheinlich Geert Wilders und dann Marine Le Pen und Gott weiß was in Deutschland und so weiter. Als gäbe es sozusagen diese Welle, oder wie Nigel Farage dem das mit der Welle irgendwie zu klein war, sich ausdrückte, den Tsunami, der jetzt quasi unausweichlich überall die Eliten hinwegspülen wird. Als sei das sozusagen eine Urkraft, eine Ideologie auch, die sozusagen überall jetzt triumphieren würde. Was dieses Bild der Welle übersieht, meine Damen und Herren, ist, dass, bei allem Respekt, Nigel Farage ja den Brexit nicht eigenhändig herbeigeführt hat. Er brauchte ja seine sehr, wenn man das so sagen darf, etablierten konservativen Kollaborateure, die letztendlich seiner Rhetorik eine gewisse Glaubwürdigkeit verliehen haben. Er brauchte seinen Boris Johnson, naja, Boris Johnson ist auch ein bisschen komisch, aber er brauchte jemand, beispielsweise, Sie erinnern sich vielleicht, wie Michael Gove,
der Mann, der im Frühjahr 2016 im britischen Fernsehen auftrat und sagte, dieses Land hat genug von Experten. Und das war insofern auch nicht uninteressant, als dass Michael Gove selber stets als eine Art Intellektueller bei den Tories wahrgenommen wurde. Es war also nicht der sprichwörtliche Mann oder die sprichwörtliche Frau von der Straße, die den Leuten gesagt hat, na, mit der Expertise ist es gar nicht so weit her. Es war ein Experte, der den Menschen gesagt hat, mit der Expertise ist es nicht so weit her. In den USA, auf die Gefahr, etwas völlig Banales zu sagen, ist Donald Trump ja nicht als Kandidat einer neuen Graswurzel-Protestbewegung von wütenden weißen Männern zum Präsident geworden, sondern als Kandidat einer sehr etablierten Partei. Und auch er hat seine Gewährsleute gebraucht, seinen Chris Christie, seinen Rudy Giuliani, seinen Newt Gingrich. Und auch da ist es vielleicht nochmal erwähnenswert, dass beispielsweise ein Mann wie Gingrich im Sommer 2016 bei CNN auftrat und so das Übliche sagte im Sinne von, die Kriminalität nimmt unglaubliche Ausmaße an, worauf die Journalistin einwarf, aber die FBI-Statistiken, Herr Gingrich, zeigen das Gegenteil. Worauf er hin sagte, Sie mögen an das glauben, was Theoretiker sagen. Was für uns auch neu war, dass das FBI irgendwie voller Theoretiker und Philosophen ist, aber das nur nebenbei. Ich, Gingrich, glaube an das, was die Menschen fühlen. Und auch das war in gewisser Weise sehr typisch, weil Gingrich im Kontext des amerikanischen Konservatismus auch ein Intellektueller ist. Jemand, der Bücher schreibt und futurologische Studien anstellt und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn. Was auch diese katastrophalen Ereignisse am 8. November letzten Jahres angeht, ist die beste Erklärung, so banal es klingen mag, immer noch Parteilichkeit. Soll heißen, 90% der Bürger, die sich selber als Republikaner identifizieren, haben Trump gewählt. Das war der alles entscheidende Faktor. Und warum breite ich Ihnen das hier lang und groß aus? Weil bis zum heutigen Tage weder in Westeuropa noch in Nordamerika ein Rechtspopulist an die Macht gekommen ist, ohne die Kollaboration von etablierten konservativen Eliten. Wo diese Eliten sich dem verweigert haben, Beispiel nochmal die österreichische Präsidentschaftswahl, wo, Sie erinnern sich vielleicht, viele ÖVP-Bürgermeister gesagt haben, ihr könnt den Hofer nicht wählen, das wird gefährlich. Die natürlich das mit einer gewissen Glaubwürdigkeit machen konnten, welche die, salopp gesagt, Fleisch- und Autohassenden grünen Bobos aus Wien auf dem Land in Österreich nicht gehabt hätten. Da hat der Populismus auch nicht triumphiert. Jetzt erleben wir wahrscheinlich sozusagen das die Probe aufs Gegenexempel mit Sebastian Kurz. Was ich Ihnen nur nahebringen möchte, ist, dass wir nicht sozusagen gebannt starren sollten auf ein Phänomen namens Populismus, das es angeblich überall triumphieren wird. Wir sollten immer das größere Bild im Auge behalten und vielleicht auch im Fall des Rechtspopulismus immer genau darauf schauen, was denn die vermeintlich normalen Mainstream konservativen Akteure eigentlich tun und inwiefern sie bereit sind, und ich benutze das Wort ganz bewusst, sozusagen eine Kollaboration mit diesen anderen Akteuren zu betreiben. Ich danke erstmal für die Aufmerksamkeit.